ohne Wudu, ohne im Zustand der rituellen Reinheit zu sein, den Koran darfst du nicht berühren, es sei denn, man ist in der rituellen Reinheit. Das ist übrigens eine Sache, in der es den Ittifaq, also die Übereinstimmung der vier Rechtsgelehrten gibt, dass der Koran nicht ohne die rituelle Reinheit berührt werden darf. Und hierin weicht Ibn Hazm ab. Ibn Hazm, der Zahiri. Die Zahiri ist ein Madhab für sich selbst. Ist der Auffassung, dass das legitim sei. Ich habe vor ein paar Tagen einen Bericht gelesen. Und zwar, dieser Bericht hat zwar nichts mit dem Fiqh zu tun und nichts mit dem Islam, aber ich finde, dass er eine sehr gute Analogie darstellt zu der Methodik und dem Verständnis der Wahiriya. 1880 ist eine thailändische Königin, 19 Jahre alt war sie, sie war auf einem königlichen Schiff mit vier königlichen Wachen. Und sie ist von dem Schiff abgestürzt. Sie ist vom Schiff abgestürzt in der Anwesenheit von vier königlichen Wachen. Das war ein kleines Boot. Sie hatten ihre kleine Tochter dabei, ein Jahr alt. Sie selbst war 19 Jahre alt. Und was ist wohl danach passiert, nachdem sie vom Boot rausgefallen ist? Kein einziger hat sich bewegt. Wisst ihr warum? Weil es ein Gesetz gab in Thailand, dass wer die Königin berührt, getötet wird. Wer die Königin berührt, wird getötet. Yani, nehmen wir mal an, das ist so. Ist nicht der Sinn dieses Gesetzes, die sogenannte Ratio Legis, das heißt der Grund, warum dieses Gesetz eingeführt wurde. Was war denn der Sinn dafür? Sozusagen die Königin zu bewahren und zu schützen, auch wenn es extrem übertrieben ist, dieses Gesetz. Aber das ist der Sinn und Zweck dahinter. Das heißt, wenn wir jetzt dieses Gesetz haben und die Beachtung dieses Gesetzes dazu führt, dass eigentlich Sinn und Zweck des Gesetzes dadurch missachtet wird oder genau das Gegenteil bewirkt wird, ist es dann noch ja eine logisch, sich dennoch daran zu halten? Oder stellt das dann eine Ausnahme dar? Stellt eine Ausnahme dar? Den Qiyas oder die Illa oder die Maqasid der Scharia, das heißt die Zwecksrationalitäten der Scharia, werden dann in den Vordergrund gestellt. Und tatsächlich haben die Ahlul Ilm das auch so angewandt. Wir sehen ein Beispiel dafür. Es gab in der Zeit von Umar ibn Khattab eine Hungersnot, eine sehr akute Hungersnot. Und in diesem Jahr hat Umar ibn Khattab die Sanktion des Diebstahls sozusagen gestoppt. Das heißt, wenn jemand gestohlen hat, hat er ihm nicht mehr, falls das bewiesen war oder er selbst eingestanden hat und sämtliche Bedingungen gegeben waren, hat er nicht die Hand amputieren lassen. Warum denn nicht? Das ist der Sinn und Zweck ist ja den Diebstahl oder diese Strafe, die Sanktion soll Diebstahl verhindern in einer Situation, in der der Dieb eigentlich nicht nötig hat. Also er ist nicht am Sterben und verhungern, er hat es nicht nötig, die Menschen zu berauben und zu bestehlen. Und das soll verhindert werden. Aber in dieser Situation sind ganz andere Umstände da. Die Menschen sind am Verhungern. Und wenn der Mensch verhungert, dann versucht er instinktiv sein Leben irgendwie aufrechtzuerhalten. Und dann kann es auch sein, dass er dafür derartige Mittel benutzt. Oder ebenfalls, Umar ibn Khattab hat es gibt 8 Zakat-berechtigte Personen. Es gibt 8 Zakat-berechtigte Personen. Eine Kategorie davon sind die sogenannten Al-Mu'allafatu Qulubuhum. Al-Mu'allafatu Qulubuhum, das heißt eine Gruppe von Menschen, mit denen man versucht, sich zu versöhnen.
Ihnen werden Gelder gegeben, man gibt ihnen Gelder von der Zakat, um sich mit ihnen zu versöhnen, auch wenn sie Kuffar sind. Das heißt, das ist ein großer Stammesführer, der hat einen riesen Heer, und man weiß, wenn es eine Feindschaft mit ihm gibt, dann würde das zu schwerwiegenden Folgen, das würde schwerwiegende Folgen haben für den Islam und die Muslime, dann versucht man sich mit ihm zu versöhnen, um ihm sein Übel fernzuhalten, und gibt ihm von der Zakat. Gibt ihm einfach von der Zakat, um ihn sozusagen zu kaufen. Man gibt es um ihn zu kaufen. Nach dem alten Sprichwort der Araber, sagen, wenn du jemanden zum Sklaven haben willst, dann übergieße ihn mit deiner Gutmütigkeit. Umar ibn Khattab hat es abgestellt. Umar ibn Khattab hat diese Zakat-Empfänger sozusagen aus der Liste gestrichen. Warum? Er wurde diesbezüglich gefragt. Er hat gesagt, der Islam heute, also zu seiner Zeit, ist mächtig und stark. Er braucht das nicht mehr. Er braucht nicht mehr, sozusagen, er ist nicht mehr der Schwächere, der sich sozusagen, der bezahlen muss, um geschützt zu werden. Das war nicht mehr nötig. Die Zahiriya sind aber nicht diese, haben nicht diese Natur. Die Zahiriya gehen immer strikt nach den buchstäblichen Bedeutungen und extrem buchstäblich, vernachlässigen dabei jegliche Weisheiten, die Ratio Legis, die Charakteristiken und Ursachen der Ahkam, was manchmal zu absurden Ergebnissen führt. Diese absurden Ergebnisse sind manchmal sehr einleuchtend, manchmal weniger einleuchtend, das heißt, manchmal erkennt man sie nicht auf Anhieb, manchmal erkennt man sie auf Anhieb. Da gibt es zwei, drei Favoriten, die ich immer erwähne. Der Prophet hat verboten, in stillstehendem Wasser zu urinieren. Stillstehendes Wasser, darin soll man nicht urinieren. Mit stillstehendem Wasser, also auch wenn es viel ist, ein großer Becken, Teich oder so, aber stillstehendes Wasser, das heißt, es ist nicht fließendes Gewässer. Er hat es nicht verboten, weil es unrein wird, sondern weil es das Wasser für andere unbekömmlich wird. Also auch wenn es 500 Liter sind und ich sehe da jemanden rein urinieren, ich glaube, viele würden nicht mehr das Wasser benutzen, weder zum Trinken noch um darin zu baden. Aber der Ibn Hazm zum Beispiel, das ist ein Beispiel für diese buchstäbliche Anwendung oder dieses buchstäbliche Verständnis von Ahadith. Er hat gesagt, man darf in das Wasser koten. Der normale, ja, jemand, der nicht dieser Methodik folgt, der würde ganz offensichtlich und ganz spontan denken, ohne groß darüber nachzudenken, ohne ein Wissenschaftler zu sein, würde sagen, Koten ist schlimmer als urinieren. Also, ist es erst recht verboten. Oder er hat zum Beispiel gesagt, Ibn Hazm, aber das, ich möchte damit nicht sagen, dass Ibn Hazm ein Idiot war. Ibn Hazm war ein großer Kopf und er hat teilweise hervorragende, bewundernswerte Ansichten im Fiqh. Ja. Aber es ist tatsächlich seltsam, wie manchmal Menschen zwei Seiten vereinigen können. Einmal so hochintelligente Person eigentlich. Ibn Hazm ist eine hochintelligente Person gewesen. Und einer auf der anderen Seite dann derartiges, was der einfachste Muslim, der einfachste Mensch, nicht mal Muslim, der einfachste Mensch ja nicht versteht, dass es absurd ist. Ein Beispiel, ein anderes Beispiel, was auch sehr offensichtlich ist, habe ich auch schon oft erwähnt. Die Heirat. Der Prophet sallallahu sagte über die Frau, wenn sie schweigt, ist das ihre Zustimmung. Wenn die Frau schweigt, ist das ihre Zustimmung. Das heißt, sie wird gefragt, Fulan und Fulan möchte mit dir heiraten, der bittet um deine Hand. Bist du damit einverstanden? Und sie schweigt dazu.
Sie schweigt dazu, das heißt, damit ist gemeint die Jungfrau. Und was ist dann? Das gilt als ihre Zustimmung. Weil was ist, wenn sie sagt, ja, ich will? Sie sagt, ja, ich will. Und dann geht der Vater hin und verheiratet sie oder der Bruder oder der Onkel. Eigentlich erst recht, ne? Aber im Hasan sagt, das gilt nicht als Billigung. Sie muss schweigen. Dieses Beispiel, was wir am Anfang erwähnt haben mit der Königin, genau das ist die gleiche Methodik. Das ist die gleiche Methodik. Strikt, ungeachtet von den Ursachen, den Bedeutungen, einfach nur das literarische, buchstäbliche Verständnis des Textes nehmen. Und das gibt es sehr häufig, auch heute wird das gemacht, aber nicht so einleuchtend wie in diesen Beispielen.